Herzlich willkommen zur 10. Folge Zorngang. Wir bleiben ja, wie in der letzten Folge bereits angekündigt, aktuell im Norden Deutschlands und auch in Niedersachsen. Somit geht es heute in die Landeshauptstadt, in den Erlebniszoo Hannover. Ein Zoo, der im Namen schon verrät, dass man hier einiges erleben kann. Aufgeteilt ist er in die Themenbereiche Sambesi mit Flusspferden und Löwen, Affi Mountain mit Schimpansen und Gorillas, Yukon Bay mit Eisbären und Seelöwen, den Dschungelpalast mit Elefanten und Tigern, Outback mit Kängurus und Emus und Meyers Hof mit Rindern und Schafen. Kurz hinter dem Eingang, der 2019 neu gestaltet wurde, befindet sich ein kleines Gehege für Hausmeerschweinchen. Vorbei an dem Gelände des ehemaligen Eingangs, wo mittlerweile nur noch eine Blumenwiese ist, auf der ich zwei der freilebenden blauen Pfaue antreffen konnte, geht es jetzt auch schon in den ersten Themenbereich. Sambesi. Dieser bringt einem die Tierwelt Afrikas näher. Begrüßt wird man hier von den bedrohten und seltenen Spitzmaulnashörnern, bei denen ich besonders viel glückte, da sie bei meiner Ankunft am Gehege gerade rausgelassen wurden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine kleine Anlage für afrikanische Stelzvögel. Hier findet man vorrangig die wunderschönen ostafrikanischen Kronkraniche. Weiter dem Weg folgend trifft man auf die Afrika-Anlage. Bewohnt wird diese von Thompson-Gazellen, Impalas, den größten und schwersten Antilopen, den Elenantilopen, sowie Böhm-Zebras, die ich anfangs nicht gesehen habe. Von einer Brücke hat man einen ersten Blick auf die Flamingos und einen weiteren auf die afrikanischen Huftiere. Hinter dieser Brücke befindet sich der zweite Teil der Savanne. Hier lebt abgetrennt zu den Säugern ein Pärchen der afrikanischen Rothalsstrauße und ich denke, man erkennt auch, warum sie so heißen. In der ersten begehbaren Anlage im Erlebniszoo leben rosa Pelikane, die ich am Wegesrand beim Fischen erwischen konnte. Ein zweiter Blick auf das Flamingo-Gehege verrät einem, dass hier nicht eine, sondern gleich drei Flamingoarten leben. Die in Afrika beheimateten rosa Flamingos sowie die in Amerika lebenden Kuba- und Chile-Flamingos. Hier führt auch die Sambesi-Bootsfahrt entlang, zu der wir gleich noch einmal kommen. Weiter nach unten geht es jetzt in die Flussfeldhöhle mit Unterwassersicht. Leider habe ich hier keinen der Dickhäuter unter Wasser sehen können, jedoch habe ich die fünfköpfige Flussfeldgruppe oben auf der Außenanlage gesehen und das nicht nur im Wasser, sondern auch an Land. Diese teilen sich ihre Anlage übrigens mit zwei Marabus, die in der hinteren Ecke mit dem Nestbau beschäftigt waren. Über einen Weg nach unten hat man einen weiteren Blick auf die Flamingo-Kolonie und gelangt dann zur Bootsfahrt. Während man hier darauf wartet, ins Boot einzusteigen, kann man sowohl Erdmännchen als auch Stachelschweine beobachten. Die Bootsfahrt führt einen zunächst unter einer Brücke her zur Savanne. Da habe ich dann auch die Böhm-Zebras gesehen. Weiter vorbei geht es dann ein letztes Mal an den Flamingos und Flusspferden bis hin zur Wüstenanlage, in der Addax-Antilopen und Somali-Wildesel leben. Dahinter befinden sich die Giraffensavanne, die Nashörner und die Weißstörche. Sobald man die Bootsfahrt verlässt, gelangt man zu den bedrohten Addax-Antilopen und Somali-Wildeseln, die hier friedlich zusammenleben, zumindest die Arten unter sich. Denn wie man hier unschwer erkennen kann, haben sich zwei der Addax bekämpft. Über eine weitere Brücke kommt man zum Sambesi-Kral, der 2017 auf dem Gelände des ehemaligen Antilopenrings eröffnet wurde. Zum einen hat man hier den Streichelzoo mit afrikanischen Zwergziegen und Kamerunschafen, sowie einen abgetrennten Bereich für Dahomey-Zwergrinder und zwei kleinere Gehege, in denen man Pinselohrschweine und Kirkdikdiks findet. Außerdem gibt es hinter dem Streichelzoo noch Überreste vom eben erwähnten Antilopenring. Hier leben zwei Pferdeantilopen und auch Kirkdikdiks, allerdings habe ich die kleineren Kirkdikdiks nicht gesehen. Im Übrigen findet man hier auch noch die Showarena, bei der ich euch wirklich ins Herz legen kann, mal vorbeizuschauen. Ich habe hier beispielsweise die 6 Aras, Los Banditos, den Blaubussard Ramirez und die 2 Fuchsmangusten gesehen und das war wirklich eins der Highlights bei meinem Besuch. Als nächstes geht es dann wieder zu einer klassischen Afrika-Anlage. Die Giraffensavanne zeigt Rotschildgiraffen, Pferdeantilopen, Bläs und Springböcke. Die 2 Giraffen kann man sowohl auf Augenhöhe als auch von unten beobachten. Eine Besonderheit gibt es hier auch noch und zwar diesen Springbock, welcher ein dunkleres Fell als seine Artgenossen hat. Im letzten Gehege Sambesis findet ihr den König der Tiere, den Berberlöwen. In Hannover lebt ein Männchen, dessen Unterart in freier Wildbahn leider schon ausgestorben ist. Von Sambesi geht es jetzt nach Affi Mountain. Hier leben größtenteils afrikanische Affen, aber teils auch Vögel, Reptilien und andere Kleinsäuge. Los geht es hier bei den ersten Menschenaffen. Die Schimpansen leben in der 2013 eröffneten Anlage Kibongo. Die Innenanlage im Urwaldhaus ist im Gegensatz zur Außenanlage absolut in die Jahre gekommen und nicht so schön gestaltet wie die Außenanlage.
In diesem Urwaldhaus befinden sich zudem auch noch die Innenanlagen der Gorillas sowie die der Drills und Bratzermeerkatzen. Deren Außenanlage, der 2017 eröffnete Drillwald, gefällt mir sogar noch ein Stück besser als die Schimpansenanlage. Auch wenn ich die Bratzermeerkatzen nicht gesehen habe. Als nächstes kommen wir dann zur begehbaren Afrika-Voliere, welche ebenfalls 2017 eröffnet wurde. Hier leben unter anderem Rußköpfchen, Palmtauben, Kampfläufer und von der Decken Tokos. Als letzte moderne Anlage in Affi Mountain haben wir dann noch den Gorillaberg. Auf 750 Quadratmetern kann man hier Gorillas durch Glasscheiben oder über einen Trockengraben beobachten. Weiter geht es dann zum alten Tropenhaus. Hier findet man zu Beginn erstmal ein Schild, welches darauf hinweist, dass dieser Teil noch zum alten Zoo zählt und hier in Zukunft eine Madagaskar-Landschaft mit Lemuren und Fossas entstehen soll. Im Haus findet man dann vorrangig Terrarien mit Reptilien, wie beispielsweise Oman-Eidechsen, Kornnattern und Stachelschwanzwarane. Ein Stück weiter findet man die Futterstelle der frei im Haus lebenden Gebirgsloris. Sobald man die Treppe runtergeht, kommt man zu den Innenanlagen der hier lebenden Affen, Gürtelwaris, Katas und Drills, welche ich im Haus nicht entdecken konnte. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein kleiner Teich mit Florida-Rotbauchschildkröten. Daneben befinden sich dann nochmal zwei Terrarien, hier leben allerdings keine Reptilien, sondern Kleinsäuger, Degus und fette Sandratten. Sobald man das Haus verlässt, gelangt man zu den Außenanlagen der Affen. Hier leben in der vorderen Anlage die seltenen Gürtelwaris, welche es in Deutschland nur in zwei weiteren Zoos gibt. Daneben leben die ebenfalls seltenen Drills, welche einen süßen Nachwuchs zu präsentieren hatten. Und in der letzten Anlage leben die bekanntesten Lemuren, die Katas. Von Affi Mountain geht es jetzt durch eine Höhle, die einem Minenschacht nachempfunden ist, in meinen Lieblingsbereich, Yukon Bay. Begrüßt wird man hier eigentlich von Timberwölfen, die habe ich leider nicht zu Gesicht bekommen. Dahinter leben Karibus, welche man auch als Panoramasicht über das Wolfgehege hinwegsehen kann. Als nächstes kommt man zu den nordamerikanischen Waschbären, welche ich besonders aktiv beim Klettern gesehen habe. Nebenan befindet sich ein erster Blick auf die Waldbisons und ein weiterer Blick auf die Karibus, welches europaweit nur hier im Erlebniszoo Hannover gibt. Vorbei an den Schwarzschwanzperioden, dessen Gehege in zwei Bereiche unterteilt ist und unter dem Besucherweg herführt, kommt man zum zweiten Blick auf die Bisons, welche gleich zwei Jungtiere zu präsentieren hatten und sich die Anlagen mit den eher weniger spektakulären Wildtruthühnern teilen. Zunächst hat man hier einmal den Robbenhafen, wo ich das Glück hatte, dass die Robben hier gerade für die Show trainiert wurden. Das war auch definitiv das Highlight meines Besuches. Hier leben kalifornische Seelöwen, Ostseekegelrobben und nördliche Seebären. Und gerade die letzten beiden sind wieder Raritäten, da es sie deutschlandweit nur hier gibt. Als nächstes geht es dann zur atemberaubenden Unterwasserwelt, bei der ich leider kein Glück hatte. Über Wasser hatte ich dann wieder mehr Glück. Hier konnte ich zunächst einmal die aus Afrika stammenden Brillenpinguine sehen, welche direkt neben dem Schiff und zusammen mit Kappsägern und Eiderenten leben. Außerdem habe ich hier vom Schiffsdeck das Eisbär-Mutter-Tochter-Duo Milana und Nana beobachten können. Wobei man bei dieser Aufnahme auch nicht direkt erkennt, dass das hier ein Eisbär ist. In einer nahegelegenen Voliere leben dann noch Bartkreuze und Schneeeulen und ein Stück weiter befindet sich noch eine Blockhütte mit einer weiteren Voliere, in der Schopfwachteln und Rotkardinale leben. Zudem gibt es hier noch ein kleines Gehege mit Streifenskunks, bei dem ich vor allem die Gestaltung des Innengeheges überzeugen konnte. Auf geht es dann in den asiatischen Dschungeltempel, welcher aktuell auch Baustellentempel heißen könnte, da sich die Anlage der Elefantenkühe im Umbau befindet. Nichtsdestotrotz kann man die Elefanten im Moment sehen, diese leben nämlich im bereits fertiggestellten Bullengehege. Gegenüber befindet sich eines der in meinen Augen unspektakulärsten Gehege, hier dem Hulmanlanguren. Deutlich besser gefällt mir da die Anlage für sibirische Tiger, die durch die Aktivität des Amur-Tigers noch ansehnlicher wurde. Weiter im Tempel leben dann noch nördliche Spitzhörnchen, welche es in sechs weiteren deutschen Zoos gibt, sowie China-Leoparden, dessen Anlage mir gestaltungstechnisch auch sehr gut gefallen hat. Zum Abschluss findet man hier noch chinesische Mundjacks und schläfrige rote Pandas. Und dann geht es jetzt auch schon in den vorletzten Bereich, Outback, welcher die Tierwelt Australiens zeigt. Anfangs findet man hier eine Voliere mit Wellen- und Nymphensittichen, und dann geht es ins begehbare und sehr verwilderte Gehege der Bennett-Kängurus, welche sich relativ nah am Besucherweg aufhielten. In der nächsten Anlage leben Emus und auch wieder Kängurus. Allerdings findet man hier
rote Riesenkängurus. Im letzten Gehege des kleinsten Bereiches leben erneut Kängurus, und zwar Sumpfwallabies. Diese teilen sich ihre Anlage mit den schüchternen tasmanischen Nacktnasenwombats, welche Nachwuchs zu präsentieren gehabt hätten, wenn ich sie gesehen hätte, was ich leider nicht habe. Als nächstes haben wir dann noch zwei ältere Anlagen, welche keinem Bereich zugeteilt sind. Hier leben in der vorderen Vikunias und große Maras und in der hinteren Nandus und Wasserschweine. Hinter Mullewap, dem Spielplatzbereich, soll im Frühjahr 2022 das neue Zoologikum eröffnet werden, in dem es dann ein Warmhaus für Faultiere und Riesenschildkröten und eine neue Showarena geben soll. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Bereich, Meyers Hof, der uns Nutzterrassen zeigt. Begrüßt wird man hier von den rauwolligen Pommerschen Landschafen, welche in Gesellschaft von Gänsen leben. Dahinter befindet sich eine Wohngemeinschaft bestehend aus drei Arten. Hier findet man zum einen ein weibliches schwarzbuntes Niederungsrind, ein weibliches rotes Höhenvieh und ein Exmoor-Pony. Auf der gegenüberliegenden Seite kann man dann noch bunte Bentheimer Landschweine, Thüringer Waldziegen und Kaninchen finden. Hinter der Gastronomie findet man noch die Volieren der schrägen Vögel. Hier findet man Rabengeier, Halsbandwehrvögel und Rotfuß-Sirimas. Bei den letzten gab es auch Nachwuchs zu sehen, und das erst nach 2 Monaten Haltung. Das war's dann auch schon wieder mit der 10. Folge zur Rundgang. In der nächsten Folge geht es noch nördlicher, und zwar in ein für diesen Kanal neues Bundesland, und zwar nach Hamburg in den Tierpark Hagenbeck, welcher vor allem für die deutschlandweit einzige Walrosshaltung und das Afrika-Panorama bekannt ist. Bis dann, ciao.